Die britische Musiklegende Johnny Rotten spricht Klartext und manchmal frage ich mich wirklich, in was für einer Welt wir leben. Auf der einen Seite ein Punkstar, der gegen Linke schießt, auf der anderen Seite ein britischer König, der linke Politik betreibt. Das ist wirklich verrückt, die Fronten scheinen vertauscht. Warum ist das so und warum sind die Musiker in Deutschland gegenüber der Politik so seltsam brav und handzahm? Das sind Fragen, die ich diskutieren möchte mit Dr. Stefanie Elsässer. Das ist der Brennpunkt des Tages. Johnny Rotten alias John Lydon ist der ehemalige Frontmann der berühmten Punkband Sex Pistols, die ja vor allem in den 70er Jahren für Furore gesorgt hat. Mittlerweile gibt es sie nicht mehr, aber Johnny Rotten wird als der Urvater des Punk angesehen, hat mittlerweile eine neue Band, die heißt Pill und die hat heute ihr neues Album rausgebracht, End of World ist der Titel, und zu diesem Anlass hat er verschiedenen Medien Interviews gegeben, unter anderem der Welt, wo er bemerkenswerte Aussagen gemacht hat, die wirklich die Woken zum Kochen bringen. Hier mal ein Beispiel, das ich vorlesen kann. Leider scheint die große Mehrheit der Bevölkerung aber so faul zu sein, sich die kollektive Entmündigung gefallen zu lassen. Die meisten Menschen benehmen sich wie die Schafe, sie traben mit der Herde. Die Welt ist viel zu weit nach links gerückt. Und wenn er sagt, die Welt ist zu weit nach links gerückt, sagt er ja automatisch, er steht auf der nicht linken bzw. rechten Seite. Wie geht das zusammen, Steffi? Ich meine, Punk habe ich so im Kopf, ist ja eigentlich eine linke Strömung. Ach, links und rechts, die Begriffe, die kann man heute nicht mehr verwenden. Ich würde sagen, er steht immer noch auf der rebellischen Seite. Ja. Und Punk ist ja zunächst erstmal eine politische Jugendbewegung gewesen, die sich so Mitte der 70er, vor allem in England dann gebildet hat. Und die hat sich dann so ab Mitte der 80er spätestens wirklich über die ganze Welt verbreitet. Auch so als Mode, Stilrichtung und so weiter. Aber überwiegend ging es von England aus ab Mitte der 70er, weil da eine große Depression war, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in den Midlands oder in diesem Industriegebiet rund um Liverpool. Und in den USA gab es auch Punk. Da ist zu nennen Iggy Pop. Also die Punks in den USA kenne ich ein bisschen besser. Ich war ein Fan von Iggy Pop, von den Ramones, von Velvet Underground. Aber diese Punkbewegungen waren mehr so in der weißen Arbeitslosenwelt. Die schwarzen Arbeitslosen hat der Punk nicht so erreicht. Mhm. Also die schwarzen Arbeitslosen in England, die haben ihren Protest gegen das System mehr mit Reggae. Und Hip-Hop dann wahrscheinlich. Ja, auch. In den USA Rap und Hip-Hop. Ja. Ja, da ist ja vor allem zu nennen Grandmaster Flash, The Message. Ja, ja. Tolle Musik. Und, aber zurück hier zu unserem Punk. die größte Massenwirkung. Neben all diesen ganzen Bands im Punk erreichten die Sex Pistols. Die sind Legende geworden. Und sie haben total provoziert. Also Johnny Rotten bezeichnete in dem Lied God Save the Queen, die Queen sogar als ein nichtmenschliches Wesen. Können wir da mal reinhören? Ja, gern. God save the Queen, the fascist regime, they made you a moron, potential hate bomb. God save the Queen, she ain't no human being, there is no future in England's dream. Ja. Also Gott schütze die Königin, das faschistische Regime, sie haben dich zu einem Idioten gemacht, also die Königin, einer potenziellen Wasserstoffbombe gleich. Gott schütze die Königin, sie ist kein menschliches Wesen, es gibt keine Zukunft in Englands Träumen. Also sie waren teilweise auch sehr lyrisch. Weitere Liedtexte habe ich mal übersetzt. Zum Beispiel ganz schön leer, keine Zukunft, arbeitslos und zu Tode gelangweilt. Oder ich fahre mit der U-Bahn und suche ein Zuhause. Der Wind pfeift durch die verlassenen Häuser, sucht auch ein Heim. Ich irre durch die leeren Wände, ich bin ganz allein. Und der Sid Vicious, haben wir auch hier gesehen, der Bassgitarrist von den Sex Pistols, der hat ein Jahr lang auf einem englischen Arbeitsamt im Flur gestanden und keinen Job bekommen. Okay. Und er war so verzweifelt, dass er sich dann in diesem Flur mit einer Glasscherbe versucht hat, das Leben zu nehmen. Ja, also er hat dann Selbstmord fingiert und hat dazu gesagt, das ist eine gute Möglichkeit, endlich sichtbar zu werden. Also es war jetzt nicht so die materielle Armut. Ich meine, auch England ist ein Welfare State. Da gibt es immer das Nötigste. Man hat was zu essen. Es war einfach diese Perspektivlosigkeit. No future, keine Zukunft. Also nichts, wofür sich noch zu kämpfen lohnte.
Und das Zitat, was du eben aus der Welt vorgelesen hast, also da im Interview, nochmal zurück zu Johnny Rotten. Ich habe auch noch ein paar Zitate von ihm rausgeschrieben. Ganz bemerkenswert, wie er jetzt wieder gegen den Mainstream vorgeht. Er steht zum Beispiel offen dazu, dass er Trump wählt. Mhm. Kann ich verstehen, mit Donald Trump wird es Frieden geben. Also dazu muss man sagen, er wohnt ja jetzt in den USA. In den USA, genau. Dort wird er Trump wählen. Ja. Und das ist schon bemerkenswert, weil Trump wird bekämpft vom System bis zum geht nicht mehr. Ja. Aber er hat wohl erkannt, mit Trump gibt es Frieden. Ja. Dann hat er gesagt, Schwarze würden ins Fernsehen eingeladen werden, nur weil sie schwarz sind. Er hat gar nichts gegen Schwarze, aber hat er sich natürlich als Rassist beschimpfen lassen müssen. Dann hat er gesagt, überall gibt es nur noch Symbolpolitik, die er herablassend findet. Und sagt mal was gegen Zuwanderung, wird man als Rassist abgestempelt. So zerstört die Politik die Werte der Arbeiterklasse, die auf Liebe, Empathie und Respekt basierten, also in der Vergangenheitsform. Und wenn die kritische Masse an solchen Menschen, also aus der Zuwanderung, erreicht sein wird, dann wird das Ende der Welt sein. Das ist auch jetzt Titel seiner neuen LP. Genau. Ja. Dann, ja, wie gesagt, wie du eingangs schon erwähnt hast, er kritisiert König Charles, der verzweifelt versucht, sich den Woken anzubiedern. Und er hat auch schon im Magazin Observer zum Brexit betont, dass er für die Arbeiterklasse steht. Also nach wie vor ist so ein Altlinker. Heute gibt's ja, kann man links und rechts ja nicht mehr nennen. Und hat gesagt, die Arbeiterklasse hat gesprochen und ich gehöre zu ihnen und halte zu ihnen. Naja, und was ist bei uns? Wir haben ja systemtreue Bands. Ne? Dazu vielleicht später noch was. Ich wollte noch sagen, also hier sehen sie ja wirklich aus wie so die absoluten Konnewitz-Gestalten. Ja? Und dann ein weiteres Zitat, was ich sehr gut finde von ihm. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem die Rechten die Coolen sind, die dem Establishment den Mittelfinger zeigen und die Linken die wehleidigen, selbstgerechten Trottel, die alle beschimpfen. Ja, er hat erkannt, dass er sich verdreht hat. Genau, und wie gesagt, auf der anderen Seite der König, der sich ja wirklich pro Klimawandel ausspricht, also pro Klimaschutz, er gilt als der Klimakönig, er mischt sich in die Politik der Tories ein und sagt, die Verschärfung des Asylrechts ist empörend, hat er gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber ich erkläre mir das dadurch, also dieser Johnny Rotten ist ja auch der stolze Spross einer Londoner Arbeiterfamilie und ist auch wirklich stolz auf seine Wurzeln. Und es ist ja, er sieht wahrscheinlich, dass die jetzige Entwicklung einfach nicht gut ist für die Arbeiterschicht bzw. für die einfache Bevölkerung. Und da hat sich ja auch was gedreht von der Frontstellung her. Also es geht gar nicht mehr so sehr, hast du ja auch gesagt, links gegen rechts, sondern mehr unten gegen oben. Und oben stehen eben heute die Woken, die sich bereichern wollen an der großen Vereinheitlichung. Alle Nationen, alle Völker sollen aufgelöst werden. Die Welt soll zu einem globalen Dorf werden. Und das ist deren Plan, wo aber halt die erdverwachsenen Arbeiter nicht mitspielen wollen. Und das merkt eben auch Johnny Rotten, der wahrscheinlich schon sehr viel Kohle hat, aber eben weiterhin zu seinen Leuten steht. Und das finde ich sympathisch. Ja, weil es sind ja die Großkapitalisten, die vor allem hier in den Ländern Europas alles durcheinander wirbeln, um nur ein Beispiel zu nennen, Umvolkung, um eine identitätslose Sklavenmasse zu installieren, die keine Wurzeln mehr hat, keine Heimat, nichts, wofür sich zu kämpfen lohnt. Und es ist ja das Großkapital, was dahinter steht. Und das haben so manche Altlinge noch durchschaut. Ja. Ja. Man kann natürlich sagen, die Punks haben schon immer so ein bisschen mit rechter Symbolik auch provoziert. Ja. Zum Beispiel auch mit Hakenkreuzen, wo man heute gesteinigt werden würde. Damit haben die also auch sich geschmückt. Hier sieht man den... Moment, entschuldige Paul, das sind Engländer. Engländer dürfen das. Ja, genau. Und die Engländer haben da irgendwie ein Faible für. Also auch die... Also hier sieht man zum Beispiel den Sid Vicious, den du erwähnt hast, der ja Bassist war bei der Gruppe, bevor er sich dann mit einer Heroinüberdosis aus dem Leben geschossen hat, der so ein Shirt getragen hat. Oder hier die Vivienne Westwood, die zum Umfeld der Gruppe gehört hat und ja quasi diese Punk-Mode erfunden hat. Und genau, das spielt eine wichtige Rolle. Es waren halt Briten, die gegen ihre Eltern rebellieren wollten. Und die Eltern waren ja besonders stolz darauf, dass sie die Nazis besiegt haben. Wir haben Hitler in die Schranken gewiesen und so weiter. Und da war das natürlich das Provokanteste, was man machen konnte, sich nämlich mit genau den Nazi-Symbolen dann zu behängen, sage ich mal. Wobei man auch sagen muss, was heute oft vergessen wird, also auch die Skinheads haben ja ihre Wurzeln in der Punk-Bewegung und im britischen Arbeitermilieu, wobei die Skinheads ja zu Anfang auch total unpolitisch waren. Die waren zwar antibürgerlich, aber die hatten kein politisches Programm oder so. Die haben sich halt extra die Haare kurz geschoren, weil
lange Haare waren damals in Mode und als braver Bürger hat man eine Langhaarfrisur gehabt und dem entgegenstanden dann die Jungs, die das halt nicht wollten, die sich den Schädel kahl rasiert haben. Und das mit dem Politischen kam dann erst Anfang der 80er, als dann die National Front und andere rechte Parteien im Aufwind waren und dann hat sich das so entwickelt. Das nur zum Hintergrund, warum teilweise solche Fotos existieren. Ja, ja, da gab es ja auch die Redskins, zum Beispiel die Specials, die habe ich auch gern gehört, war ich auch mal auf einem Konzert. Die haben dann zum Beispiel auch extra ein paar Schwarze mit in die Band genommen, so als Statement gegen die rassistischen anderen Skins. Aber ich habe hier eine ganze Reihe an Nazi-Symbolen in britischen Bands. Mhm. Also wir haben noch mehr. Sie erinnert mich auch an Siouxsie Sioux. Siouxsie and the Banshees, sie hat auch mal eine Hakenkreuzbinde getragen. Und dann gab es auch den Keith Richards von den Rolling Stones und auch Brian Jones. Die haben auch Hakenkreuz-Armbinden getragen. Und Keith Richards, das Ehrenkreuz der deutschen Mutter. Dann Lemmy von Motorhead, der liebt ja Nazis, Nazi-Symbole und der sammelt es auch. Denkt sich gar nichts dabei. Ja. Und die Susan Bayon, also von Siouxsie and the Banshees, die hat gesagt, es war ein Anti-Mama- und Anti-Papa-Ding. Wir hassten es, wie die Alten ständig wegen Hitler prahlten, dem haben wir es gezeigt. Dieser selbstzufriedene Stolz, es tat gut zu sehen, dass die wegen uns einen roten Kopf bekamen, weil wir das gut fanden. Und wisst ihr was? Ich muss ehrlich sein, ich mochte die Nazi-Uniform. Es ist eine verdammt gut aussehende Uniform. Also Nazis sahen verdammt gut aus. Ich sollte das wohl nicht sagen, weil das klingt so, ja, die Nazis waren doch eigentlich super. Also gut, das sind Engländer, die dürfen das. Und ja, von Joy Division, ein Girl, das hat mich damals auch verwundert. Der hatte auch mal auf dem Plattencover eine Grafik aus der Hitlerjugend. Und die Beatles hatten auch auf dem Album Sergeant Pepper Lonely Hearts Club einen Hitler drauf. Dann gibt es noch weitere. Was mich sehr betrübt hat, ich war ja ein großer Fan auch von der Band The Smiths. Ist jetzt für uns Deutsche sehr schwer auszusprechen, die Smiths mit Morrissey. Ach, die fand ich so toll. Ja. Ich war auch, als ich jung und doof war und halb unschuldig, sehr verliebt in Morrissey. Und der gilt ja inzwischen auch als rechtsextrem. Was hat er getan? Also er hat die Cancel Culture kritisiert. Er hat Berlin als Vergewaltigungshauptstadt bezeichnet. Was auch stimmt. Ja, ja, er hat die Covid-Maßnahmen mit der Sklaverei gleichgesetzt. Ja, und oh, dann hat er sich auch, sagen wir mal, so eine Art AfD angeschlossen und hat gesagt, dass jeder Mensch, der seine eigene Rasse bevorzugt, doch deshalb nicht Rassist ist. Und dann müssten ja alle Menschen auf der Welt Rassisten sein, weil es gibt ja auch Schwarze, die sagen, ich heirate lieber eine schwarze Frau. Ja. Die kommt aus meiner Kultur, mit der kann ich mich besser identifizieren. Wenn jetzt ein Weißer sagt, ich heirate lieber eine Weiße, mit ihr kann ich mich besser identifizieren, ist das gleich Rassismus. Ja, und dann hat er ein neues Album gemacht. Das kann ich als alter Smiths-Fan nicht hören, weil es ist immer noch nicht rausgegeben. Das heißt Bonfire of Teenagers. Seit 2021 bleibt das bis heute unveröffentlicht und im Februar 2023 hat Morrissey gesagt, dass Capitol sein Album nicht veröffentlichen wird, die Rechte daran aber weiterhin behält, was es eben zu einem dauerhaft unveröffentlichten Album macht. Also das ist auch jetzt ein bisschen die Rache des Systems an ihm. Okay. So sehe ich das. Ja. Ja. Aber mal zurück und zu unseren Punks. Was haben wir denn da noch? Ich hoffe, wir haben dich noch mehr Bilder, müssen noch mal aufpassen. Nee, wir wollten noch mal über die deutschen Punks reden. Ja. Das ist ja so das Aushängeschild des deutschen Punks, Campino, der aber in meinen Augen eine absolute Witzfigur ist. Inzwischen. Also er macht so auf Punkrocker, ja, und sitzt dann im feinsten Zwirn bei Anne Will oder Markus Lanz und warnt vor dem Rechtsruck. Also der hat im Gegensatz zum Johnny Rotten null Rebellisches und er kommt ja auch nicht aus so einer Arbeiterfamilie. Er ist ja Sohn eines Richters und einer Lehrerin, glaube ich. Also war eigentlich schon immer ein systemkonformer Typ oder denkst du, er war mal ein Rebell? Also ich war damals auch auf Toten Hosen Konzerten. Also ihre ersten Hits waren ja Eisgekühlter Bommerlunder oder Hier kommt Alex. Und in Köln hat er, also ist immer auf dieser Bühnenkonstruktion rumgeklettert. Sehr mutig und hat sich dann wirklich wie so ein Affe da gehangelt und hat da trotzdem noch gesungen. Fand die Toten Hosen, ich meine, ich war kein Punk, aber zwei meiner Freundinnen waren Punkerinnen, da bin ich auch mal mit. Fand die jetzt auch nicht schlecht, aber er hat mich dann doch enttäuscht, also dass hier bei uns
die altgedienten Pseudo-Punk-Bands überhaupt nicht gegen das System aufbegehren, auch Slime nicht, niemand. Die sind ganz brav, angepasst. Ich meine, vielleicht fehlt ihnen der Mut oder keine Ahnung, oder sie haben nicht durchschaut, worum es eigentlich geht. Also ich würde mal sagen, Campino, mir fällt das gerade ein, Entschuldigung, wir reden über Punks, wir dürfen das sagen, die Toten Hosen sollten sich umbenennen in die Toten Hoden, weil sie keine Eier haben. Oder sie sollten sich umbenennen in die Hosenscheißer. Ich verstehe nicht, warum man so brav in den Talkshows sitzt und nicht auch mal auf den Tisch haut, weil Punk bedeutet ja eigentlich, wirklich mal aufzustehen gegen die, ja, klar, vor allem gegen die herrschende Klasse, für die Arbeiterklasse. Das ist ja eigentlich genau, also wären die AfD-Position heute. Ja. Ich muss sagen, der deutsche Punk ist mir so ein bisschen suspekt, weil hier in Deutschland hat ja so eigentlich so die Gemengelage gefehlt, die man in Großbritannien hatte. Es war natürlich auch ein bisschen Abklatsch von dem, was die Briten gemacht haben. Für mich ist der wahre deutsche Punk sozusagen eigentlich die neue deutsche Welle. Und da gab es ja durchaus, oder gibt es durchaus kritische Musiker, wenn man an Nena denkt oder Fräulein Menke, die heute nicht mehr so bekannt ist, aber damals sehr bekannt war, die sich auch gegen die Maßnahmen gestellt hat und so weiter. Also in der Richtung gibt es schon so Tendenzen. Wobei man sagen muss, insgesamt in Deutschland ist halt dieses GEZ-Medienkartell unglaublich stark und die Musik sehr stark davon abhängig. Und ich glaube, die Künstler wissen ganz genau, dass sie angepasst sein müssen, damit sie im Radio gespielt werden dürfen, damit sie in den Fernsehshows auftreten können. Also dieser GEZ-Krake ist hier in Deutschland so groß, dass er wirklich in alle möglichen Nischen kommt. Deswegen gibt es ja gar nicht so richtig heutzutage eine alternative, widerständige Musikszene. Mit Ausnahmen natürlich. Es gibt Neuer Deutscher Standard, Rap von Rechts oder so Querdenken-Musiker wie Morgaine oder so, aber die sind halt sehr unbekannt und absolute Nischenprodukte, sag ich mal. Ja, die haben doch alle ihre Schäfchen im Trockenen, haben doch genug Geld. Eigentlich schon, ne? Ja, aber wie gesagt, die toten Hoden. Die toten Hoden, aber genau. Aber du, Paul, du bist ein Rebell und, liebe Zuschauer, Paul geht jetzt in seinen wohlverdienten Urlaub und da tankst du richtig Kraft, damit du hier weiter stehen kannst an der Front gegen den Mainstream. Aber Steffi und Jürgen halten natürlich die Stellung. Das heißt, der Brennpunkt des Tages geht natürlich weiter. Wir gönnen uns keine Pause, aber mich sehen Sie dann erst in 2 Wochen wieder, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Bis dahin auf jeden Fall. Hat mir sehr großen Spaß gemacht die letzten Wochen und in 2 Wochen bin ich wieder da. Ansonsten können Sie gerne wieder mitkommentieren hier auf YouTube oder auf unserer Online-Seite compact-online.de. Und dann geht's am nächsten Montag weiter mit dem nächsten Brennpunkt des Tages mit Jürgen und Steffi. Tschüss!